Und damit herzlich willkommen zurück zu Asterix und Obelix XXXL Remastered. Ja, ich glaube wieder ein X zu viel. Ja, im letzten Part haben wir hier bei diesem Fahrstuhl da aufgehört. Und ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Immer noch in Griechenland und ja. Es wurde sich ja gewünscht und deswegen ein Part in der alten Grafik. Ja. So. Gut. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr cooler findet. Also ich finde, ja, die haben beide so ihre Vorzüge. Sagen wir das mal so. Auch wenn Obelix, komm her. Ich will deine Augenbrauen zeigen. Das Augenbrauen und diese komische Linie. Ja, ich weiß auch nicht, woher die kommt. Ah, damit müssen wir leben. Ja, keine Ahnung. Also Obelix hat Augenbrauen wie mit einem Feinliner gezogen. Ach ja, damals war noch alles besser. Nein, war es nicht. Aber vieles, vieles, ja. So. Hier wieder die Kanonen. Okay. Hier geht ja ordentlich was ab, du. Mensch. Ah, ich verstehe, ich verstehe. So, komm mal her, du, ne. Jo. Dumm, die dumm, die dumm. Zieh, zieh, zieh. Obelix, komm ran auf den Meter. So, schön hier, ja, komm. Römer! Altmodische Römer. Wow. Mensch, der Lorbeerkranz. Der liegt ja auffällig, den nehmen wir einfach mal so mit, als wäre nichts gewesen. Und wir sind im Kreis gelaufen. Ja, sehr gut. Obwohl... So, das nochmal hier hin. Ja. Cool. Okay, und da müssen wir am Ende durchkommen. Na, dann würde ich sagen... Geht noch ein bisschen. Dann versuchen wir es mal ein bisschen mit in die Richtung. Und... Okay, dann gucken wir mal. Ja, die können wir auch verschieben. Sehr gut, sehr gut. Obwohl, nee, doch nicht, den nicht. Dann gucken wir mal, wo wir ein bisschen schieben können. Und das wird dann auch gemacht. Da auch nicht, ja. Okay. Cool. Hallo, kann ich irgendwie durch? Schönen guten Tag. Mein Name ist Asterix und ich würde da gerne reingehen. Darf ich? Nein, okay. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Yay. Und dieser Strich nervt mich. Und ich sitze anders. Yeah. So, ich würde sagen, schlagen wir hier mal alles kurz und klein. Und ja, was könnte ich euch denn so erzählen? Kurz vor dieser Aufnahme... Die nehme ich jetzt am Freitag, den 27. auf hier gerade. Ja. Heute Abend fahre ich zum Kumpel. Wir wollten ja eigentlich fett feiern gehen, aber... Ja. Fett feiern wird doch nichts. Gemütlich zocken zusammen. Büschele V Plus trinken, weil ich mag kein Bier. Und, ja, also ich mag kein Bier, also V Plus und Pizza selber machen und ja. Und in knapp einer Stunde habe ich noch einen Aufnahmetermin und ja. Ich würde sagen, wir schieben das mal nach hier. Wir schieben das mal ganz nachher, versuchen wir das mal. Also nachher in einer Stunde ungefähr habe ich noch einen Aufnahmetermin für Mario Kart mit Johnny. Und ja. Morgen, also wenn ich mich nicht täusche, der scheiße Römer, wenn der Part hochgeladen wird. Und wenn auch der Mario Kart Part hochgeladen wird, da bin ich dann am Abend noch auf den Geburtstag eingeladen. Ja, ich werde zwar nicht lang bleiben, das habe ich jetzt schon beschlossen, weil... Ja, ich will die Sopranos gucken noch ein bisschen. Ich habe echt...
Mir ist irgendwie aufgefallen, immer wenn ich die Sopranos abends gucke, dann fühle ich mich irgendwie besser. Oh, Alter, wo kommen die schon wieder her? Stirb doch einfach. So. Geht doch, ja. Und ich stelle mich wieder an wie so der letzte Otto, ne? So, Räusper und Römer! Römer! Aua, das tut doch weh, Römer, das tut weh. Das tut doch im Popo weh. Oh nö, nicht im Po. So, du noch, stirb. Aha, und ich wollte schon fragen, wo sind die nächsten? Aber wenn man an den Teufel denkt, dann kommt er schon. So, Idefix immer Arsch beißen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Und geschafft. Ja. Ja, so das Pizzarezept, was wir heute machen, das habe ich mal irgendwo im Internet gesehen. Das dauert nur 5 Minuten. Also 4 Minuten wirklich der Teig zubereiten, kneten. Alles nur 5 Minuten insgesamt. So. Und der ist eigentlich auch ganz okay, nur ich habe noch nicht die richtige Länge, wie lange er in den Ofen gehört. Das ist so mein... Okay. Interessant. Interessant, ja. Das bringt jetzt genau was. Hm, Herrn Asterix, könnten Sie mir da... Ah, warte. Ich dachte, man kann mit der Fackel in der Hand nicht ziehen. Hallo? Felsen oder schieben? Ja, ich muss schieben. Ich dachte, das geht nicht. Okay, dann schieben wir den mal darunter. Räusper, räusper. Ja, ich räusper mich in letzter Zeit sehr viel. So, geht doch. Hier, komm. Zum Obelix. So, hier befindet sich höchstwahrscheinlich Feuer. Ja, und Kisten. Kiste, 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 Kiste. Obwohl, die können wir gleich mit Obelix zertrümmern, weil das auch nur wieder Kiste, die kann nur er zertrümmern. So, Feuer an. Okay, so wird das also damals angezeigt. Alles klar. So, hier hoch mit Asterix. So, jetzt sind wir Obelix. Und der Obelix kommt da nicht durch. Schade. Wirklich schade. So, weg damit. Der kommt da jetzt, warte. Lauf da hin. So, der kommt da jetzt rein. Und ja. Dann öffnet sich die Tür wahrscheinlich ganz und der liebe Onkel Obelix kann da auch durch. So. Hallo darauf. Hallo, ich will Obelix. Hallo? Gut, dann leck mich dann nicht. Ah, automatisch Obelix, alles klar. Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich links. Yeah. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, yeah, Obelix. Jetzt kann ich es euch mal zeigen. Guckt euch mal die Augenbrauen an, wie mit dem Fineliner gemalt. Wow. Jetzt, ne, jetzt ernsthaft. Bin ich der Einzige, der das sieht? Ja, Obelix, ich hab auch Hunger. So, Kiste, Kiste, Kiste. Dumm, die dumm, die dumm. Kiste, Kiste, Kiste. Der Rote. Psst. Seid bloß leise. Kommt näher, meine Freunde. Was ich jetzt sagen werde, könnte mich ins Gefängnis bringen, aber in der Nähe ist eine Bibliothek. Cäsar hat einen wertvollen Schatz versteckt. Vergesst, was ich euch eben gesagt habe. In dieser Bibliothek gibt es gar nichts zu finden. Okay, die Bibliothek gibt es also gar nicht. Dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hingehen. So. Oder ist es so ein Bielefeld-Ding? Ich weiß es nicht. Wart ihr mal in Bielefeld? Ich nicht. Oder, ich weiß es nicht. Vielleicht war, ja wirklich, vielleicht war ich mal in Bielefeld, nur weiß es nicht, weil es als Kind war. Aber ich glaube mal eher nicht.
So, und deswegen gibt es Bielefeld ja auch nicht. Oh, der hatte Angst. Oh, komm her, lass mich dich trösten. Junge, diese... Also entweder liegt es an meiner Capture-Card, die werde ich mir eh dieses Jahr, früher Frühling auf jeden Fall ersetzen. Oder an OBS, und wenn es an OBS liegt, darf OBS mir mal einblasen. Das hat mich schon bei Zelda und South Park... hatte ich das bei South Park auch? Weiß ich gerade nicht. Wenn ja, dann ist es aber... weiß, dass die Capture-Card schuld ist. Aber bei Mario hat mich das genervt, das hat mich überall schon genervt. Gucken wir erstmal, ob man was da ist. So, geh da mal hin, Obelix. So, die Kisten machen wir kaputt. Kiste, Kiste. Aha! Der Schalter. Okay, dann schieben wir den mal daran. So. Okay, Asterix kommt da jetzt durch, weil Asterix halt so ein kleiner Hämpfling ist. Ich habe mal in einem offiziellen Asterix und Obelix Fandom-Wiki gelesen, der stand, wie groß Asterix ungefähr ist. Da haben irgendwelche Leute daran berechnet, an Sehenswürdigkeiten, vor denen die zu sehen sind, und laut dieser Rechnung ist Asterix 1,19 Meter groß. Wollt ihr wissen, wie groß ich in der ersten Klasse war? In der ersten Klasse war ich ungefähr 1,40. Also, ich weiß nicht, ist das viel für einen Erstklässler? Also, ich war schon immer sehr groß. Also, von daher. Aber ungefähr 1,40 so. Also, Asterix ist wirklich der Inbegriff des Wort Napoleon-Komplex an der Stelle, so gesehen. Warum glaubt ihr, mobbt er die ganzen Römer sonst? So. Helme einsammeln und dann gehen wir mal wieder zum Shop. So, was hat er für uns? Guten Tag. Okay, dafür haben wir nicht genug Geld. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. So, dann mache ich mal wieder Kiste, Kiste, Kiste. So. Vielleicht kriegen wir ja noch genug Helme zusammen hier in der Nähe. Dort unten war ja noch ein Centurio-Helm und so. Ja, dann schwimmen wir hier mal durch, so, lululu, ich mag Helme mehr als du, lululu, ich mag Asterix mehr als du, lululu. So, alles einsammeln hier, ah, komm her. So, alles eingesammelt, so, 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 so. Und da gibt's Spoilerei, Party-Viber-Spoilerei. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle den Part, und ja. So, na dann, das war's von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!